Da hatten wir uns schon ganz vorsichtig über die Nachricht gefreut, dass Israel seine Bodentruppen aus dem Gazastreifen zurückziehen möchte und die Situation sich dort möglicherweise etwas entspannen könnte. Da werden uns durch andere Meldungen schon wieder die anderen geopolitischen Risiken vor Augen geführt. So sollen russische Truppen schon wieder mobil machen an der Grenze zur Ukraine. Möglicherweise ist dies nur eine Drohgebärde. Man will Druck aufbauen. Möglicherweise bereitet man aber tatsächlich eine Invasion vor. Diese Frage können wir natürlich von dieser Stelle im Moment nur sehr, sehr schwer beantworten. Fakt ist aber, dass der Westen seine Sanktionen gegen Russland ausbauen möchte. Und Wladimir Putin ist darüber offenbar so verärgert, dass er jetzt auch mit Retourkutschen droht. Zum Beispiel auch wäre ein Überflugverbot für ausländische Fluggesellschaften über dem russischen Territorium denkbar. Das würde zum Beispiel dann auch Flüge von uns hier nach Südostasien und anderswohin deutlich verteuern. Also da wird jetzt mit harten Bandagen gekämpft und das gefällt den Börsianern überhaupt nicht. Sie meiden deswegen auch deutsche Aktien. Der deutsche Aktienindex DAX liegt mit 1,3% im Minus. Das ist ein Abschlag von 115 Punkten jetzt auf 9.074. Und damit rückt jetzt auch die psychologisch und durchaus auch charttechnisch wichtige Marke von 9.000 Punkten immer näher. Ob diese halten wird, das müssen wir freilich erst einmal abwarten. Bis dahin haben wir Gelegenheit, auf einzelne Werte zu schauen, über die es heute auch viel Interessantes zu berichten gab. Zum Beispiel die Deutsche Telekom-Aktie, die stärkster Verlierer ist im DAX mit einem Abschlag von 2,9% auf 11,52 €. Das US-amerikanische Mobilfunkunternehmen Sprint soll nämlich Gerüchten zufolge angeblich sein Übernahmeangebot für die Telekom-Tochter T-Mobile US zurückziehen. Man habe hier wohl kartellrechtliche Bedenken und will diese Probleme wohl nicht unbedingt gerne lösen. Insofern ist das jetzt natürlich hier schon erst einmal in dieser Sache, in der schon alles in Sack und Tüten schien, keine gute Nachricht. Jetzt gibt es nur noch einen weiteren Interessenten. Ob dieser dann allerdings auch einen ähnlichen Preis bezahlt für die Telekom-Tochter, das ist im Moment fraglich. Deswegen wird die Telekom-Aktie verkauft. Wir haben allerdings gute Nachrichten bekommen von Lanxess. Der operative Gewinn konnte im abgelaufenen Quartal ausgebaut werden. Deswegen liegt die Aktie des Chemieunternehmens mit 1,7% im Plus bei 46,96 € und ist damit einer der wenigen Gewinner im DAX. Wir haben die Hannover Rück-Aktie jetzt mit einem Abschlag von 3,6% bei 61,01 € nach der Vorlage von Zahlen. Hier wurde im zweiten Quartal zwar ein Nettogewinn von 211,5 Millionen Euro ausgewiesen, der lag dann auch 10% über dem Vorjahresniveau, blieb aber, und das ist das Entscheidende, hinter den offensichtlich zu hohen Erwartungen der Analysten zurück. Und recht gut sieht es auch bei Xing aus. Xing ist mit 4,5% im Plus bei 83,94 € unterwegs. Das Unternehmen hat einen deutlichen Mitgliederzuwachs, den stärksten seit 6 Jahren verzeichnen können. Im ersten Halbjahr sind immerhin 456.000 neue Anmeldungen zu verzeichnen gewesen. Insofern hat man hier auch den Gewinn leicht steigern können.